don't need no education. Was wollten Pink Floyd damals? Bildung. Keine Erziehung. Das war der Grundgedanke. Denke selbst. Denke selbst wird heute in Frage gestellt. Ich habe im Internet eine Frage gefunden eines jungen Menschen, die ging ungefähr so: Was ist denn das für ein Trick, dass wir jetzt hier selbst denken sollen? Wozu sollen wir da verführt werden, so in etwa? Unverständlich. Es ist das einzige Mittel, um nicht verführt zu werden, dass man sein Hirn einschaltet, ja? Dass man keine Gedankenkontrolle zulässt. Warum sollen wir unsere Gedanken kontrollieren? Wir greifen uns möglichst viele Quellen. Und gerade beim Thema Corona ist das natürlich wichtig zu gucken, was ist in anderen Ländern los? Was denken die dortigen Virologen über die aktuelle Lage? Wie wird damit umgegangen? Ja, auch Statistiken kann man sich mal genauer angucken. Zum Beispiel die sogenannte zweite Welle in Spanien. Während bei der ersten Welle zum Beispiel die Testzahlen und die Toten so ungefähr proportional zueinander verliefen, ist es bei dieser zweiten Welle, die ja eigentlich nur eine Testwelle ist, so, dass es da gar keine Einlieferung in die Krankenhäuser gibt. Diese zweite Kurve, die fehlt komplett, die ist gar nicht da. Und von daher ist auch überhaupt gar keine Gefährdungslage da, weil es wird uns ja immer suggeriert, dass diese positiven PCR-Tests eine Gefahr wären. Aber der Witz ist, diese Leute, die da getestet werden, die sitzen zu Hause und haben noch nicht mal Symptome. Die sollen denn da bleiben? Warum? Selbst wenn sich jemand jetzt zusätzlich anstecken würde, dann ist es doch scheinbar so, dass sie auch keine Symptome haben, dass sie damit nicht ins Krankenhaus kommen, dass sie daran nicht sterben, dass wir überhaupt niemanden beschützen. Kann nicht mal jemand diese Wahrheiten aussprechen? Das ist Selbstdenken, wenn man das feststellt, dass dem so ist. Und dann kann man weiterfragen. Ja, aber erstmal brauchen wir einen Grundkonsens, dass wir uns die Fakten, die uns da präsentiert werden, angucken. Wir wollen nicht blöd bleiben, indem wir andere Leute zitieren, die dummes Zeug sagen. Sondern wir stellen es in Frage. Und wenn der Kaiser von China es persönlich gesagt hat, dann stelle ich es auch in Frage. Und wenn der liebe Gott mir erscheint und er sagt mir irgendwas, dann überlege ich mir das auch, ob er damit richtig liegt oder nicht. Ja, jetzt sagen Sie vielleicht, ich hätte keinen Respekt. Gut, das ist das Wesen der Wissenschaft, dass man Dinge hinterfragt. Und wenn mir jemand mit Wissenschaft kommt, dann erwarte ich in erster Linie, dass er Fragen stellt und dass er selbst denkt. Und alle anderen, Mob und Pöbel, oder? Psychologie der Massen, die kann man dort die Gegend schubsen, aber mich doch nicht. Und jeder, der irgendwie was auf sich hält und der seinen eigenen Weg im Leben sucht, der sein Glück sucht, der anderen nicht ausgeliefert sein möchte, schaltet seinen Kopf ein und denkt selbst, bitteschön, ja? Und sieht zu, dass in der Schule gebildet wird und nicht erzogen. Lassen Sie die Maske auf, gehen Sie links rum, gehen Sie rechts rum, gehen Sie zurück, gehen Sie vorwärts, machen Sie drei Strecksprünge und so weiter und so fort. Ach, kann ich mir viel vorstellen. Manche Lehrer blühen da ja auf, wenn sie sowas befehlen dürfen, ne? Ich nicht. Ich sage nur, denk selbst. Gut? Okay. So, mehr habe ich für heute nicht zu sagen. Viel Spaß beim Selbstdenken.